Und damit willkommen zurück. Wir sind hier in der nächsten Stufe jetzt. Und zwar jetzt sozusagen. Knacken Sie den Safe und stehlen Sie dessen Inhalt. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, aber okay. Spielen wir mal. Wir nehmen den gleichen Weg wie eben gerade. Beziehungsweise ich glaube, wir hauen jetzt wieder einfach nur den Polizisten und den Wachmann weg, weil das war schon ein bisschen einfacher. Aber das hier war schon schneller. Das heißt, wir könnten ihn wieder da weghauen. Ja, los, beweg dich. Wir könnten ihn wieder da weghauen und dann einfach die Dokumente aus dem Safe stehlen. Das sollte gehen. Also, dann nehmen wir doch wieder die Mission. Irgendwie erkennen die uns auch immer unterschiedlich schnell. So, jetzt machen wir mal I. Münze, dahin. Hat er gut gehört, der Junge. Ich würde mal gerne probieren, den Hammer wegzuhauen. Ob das auch kompromittiert ist, dann. Überzeuge, müssen wir nochmal spielen. Kacke. Was dreht er sich denn halt so in meine Richtung um die ganze Zeit? Das ist doch total behindert. Okay, wir nehmen den Hammer dieses Mal erst mit. Ich würde gerne schneiden, aber auf Wunsch von Freddy, der gerne ungeschnitten haben wollte, beziehungsweise anders geschnitten, als ich schneiden wollte. Und aufgrund, dass es einfach zeitlich viel entspannter ist, nicht zu schneiden, das ist halt wirklich so. Also wirklich schneiden hat immer bei Hitman eine gute Stunde in Anspruch genommen und jetzt nimmt es einfach keine Sekunde mehr in Anspruch. Das war echt schon entspannt. Falls ihr irgendwelche Halsbänder im Hintergrund klappern hört, das ist das Halsband von dem Wuff von unserer Mitbewohnerin. So, das dahin. Achso, das ausgerüstet. Ich hoffe, dass er ihn nicht. Wieso geht er denn dieses Mal so früh zurück? Ach, Kacke, die haben mich gesehen. Oh Gott, warum gehen die ausgerechnet in der Sekunde lang und achten auf irgendeinen Typen, der links einen Hammer wirft? Warum? Da würde ich niemals drauf achten. Nee, ich hätte auch den Hammer nehmen können. Okay, ist egal. I, Münze dahin. Hier weg. Bis hier hinter. Hammerschen? Hammersche? Hammersche. Warum seht ihr das? Jetzt mal ernsthaft. Muss ich die scheiß Münze etwa in die andere Richtung werfen? Dann hört der andere Pisser das. Ich bittel mit der Scheiße. Die Mission fängt genauso toll an, wie sie geändert hat, nämlich gar nicht. Gott, ich weiß aber nicht, warum ich auf einmal was anderes machen muss als vorher. Ich wollte halt mal ausprobieren, die mit dem Hammer wegzuhauen. So, sehen die mich hier hinten auch noch? Natürlich sehen die mich hier hinten. Die sind, das sind nämlich Master Eyes. Nein, ich nehme nicht den Hammer. Gut, I. Münze. Da hinwerfen. Wenn der mich jetzt auch echt gleich sieht, während die da langlaufen, haue ich die um.
Komm, lauf, lauf, lauf. Okay, dieses Mal war ich deutlich zu schnell. Kacke. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also das zu timen. Okay, nächstes Mal warte ich ab, bis der Typ weg ist. So. So. X. Alt. Wie will der mich denn sehen? Also irgendwie werden die Sachen ein bisschen unrealistisch, wenn die einen aus dem Rücken sehen können. Naja, nicht mein Bier. F. Kann ich den da hinwerfen? Wer hört das? Tatsache, der hört das. Das hast du nicht gesehen. Bei den Fotzen weiß man ja nie, ob die gerade rüber gucken. Scheiße, ich brauche auch noch die Waffe von dem. Kacke. Also ich brauche die nicht, aber... Ich habe Angst, dass sie gesehen wird ansonsten. Nehmen wir die... Nehmen wir die doch einfach mal drücken. Das da. Dann laufen wir hier ganz schnell vorbei. Laufen hier lang. Ja, gut. Haben wir geschafft wieder mal. Ach, hier war der Nachfick. Ja. Ne, die Sprache spreche ich übrigens nicht. Und wir haben jetzt schon wieder 7 Minuten mit Versuchen da reinzukommen verbaselt. War es nicht so schön. Das ist auch nicht so schnell. Aber es klappt. Hello, Private. Moin, Dancer. So, der erkennt mich ja. Jetzt müsste ich ja im Prinzip... Leck mich, ich bin nicht immer. Ach, so eine Kacke. Ich hätte da trotzdem reinlaufen können, gucken können, ob der Tresor da drin ist. Ma, ich sollte echt wieder schneiden, ne? Schnell mal nach hinten gegriffen, die Münze weggesnackt. So. Wir machen das genauso wie eben gerade, außer dass ich den Hammer mitnehme. Und eine Münze werfe. Kacke, es interessiert den Falschen. Gut, dass der Kollege da komplett inkompetent und dämlich ist. Und überhaupt nicht sieht, dass ich hier einen weghaue. Aufstehen. F. Erkennt er mich? Der erkennt mich nicht mehr. Die erkennt mich auch nicht. Nice. Ah, okay. Man sieht den Safe auch. Okay, der Safe ist vielleicht in dem Raum und nicht in dem anderen. Gut. Moin. Ja, Katzi, pfui. Genau. Hier ist gerade keiner drin. Dann können wir uns ja mal ganz schnell. Wir brauchen Schlüssel oder ein Brecheisen oder ein Dietrich. Ach, kacke. Kriegen wir die Schlüssel wenigstens von ihm, wenn er stirbt? Ich weiß es ja nicht. Wir haben ihn in dieser Mission überhaupt noch nicht weggehauen. Weil ansonsten muss ich ja tatsächlich noch was suchen.
Ich habe ja kurz Zeit. Wo würde ich ein Brecheisen vermuten? Unten. Oder auf dem Dach. Eher unten. Richtung hier, aber ich glaube, hier lag nur ein Schraubendreher, ne? Ja, ne, Dingens. Eine Wasserpumpenzange. Oder wie diesen denn einen Schraubenschlüssel? Was nun mal kein Schraubenschlüssel ist. Moin, moin. Liegt da einer? Eine Brechstange? Das ist einer Hammer. Hier wird es keinen Sinn machen. Ist Opa schon wieder da? Opa ist schon wieder da. Scheiße. Ein Bleirohr, okay. Macht natürlich Sinn in so einem modernen Krempel-Bleirohr. Ist absolutely realistic. Gut, hier wieder hoch. Die beiden gehen da, glaube ich, gleich raus, hoffe ich. Ja, und zwar jetzt. Genau. Ja, hopp. Genau. Geh. Geh mit Gott, aber geh. Assi. Komm, komm, komm. Der macht's mir echt so einfach, ne? Knacken Sie erst den Safe und stehlen Sie dessen Inhalt. Okay. Der hat leider nicht den Schlüssel. Das heißt, wir müssen jetzt echt entweder Jasper Knight umhauen. Ein Brecheisen. Oder einen Dietrich suchen. Wie wäre denn, wenn ich jetzt hier mal so eine Münze fallen lasse? Das hört der? Ernsthaft? Schöne M4A1. Oder eine Aria. 15 halt. So, B. Schnell weggestopft. Den Schlüssel auch nicht. Sein Scheiß Ernst? Ich habe die zwei wichtigsten Personen im Gebäude gerade weggehauen. Und die haben beide nicht den abgefuckten Schlüssel gehabt? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen, ernsthaft? Gott, die so ein Brecheisen. Kacke. Ich ging wirklich davon aus, dass ich es jetzt richtig easy gemacht habe. Okay, das hätte man schneller hinkriegen können. Ich hoffe, hier oben liegt irgendwo ein Brecheisen. Ein Brecheisen, ein Brecheisen. Oh, wir hätten ja hier durch erschießen können übrigens. Nice. Ein Brecheisen. Was bist du? Ein Ziegel. Okay, den brauchen wir gar nicht. Da ist wieder ein Bleirohr. Hauptsache hier liegen bei Bleirohr rum, aber keine Brecheisen. Finde ich freundlich. Ich frage mich, warum man hier oben aufräumen kann. Also nicht, dass ich das nicht gut finde, aber ich finde es sinnlos. Ha! Ha! Nice. Okay. Easy. Ich habe gerade schon wieder das Gefühl, das Spiel ruckelt, aber Freddy meinte, war nichts, also gehe ich davon aus, dass nichts war. Du sahst gerade einen ganz kurzen aus wie, Moment aus wie Hitler. Just say. Geh. Yeah. Knack, das ist doch kein Safe, da ist eine Schranktür. Nein, ernst. Suchen Sie einen Ausgang. Gut, den müssen wir nicht lange suchen. Geht schneller. Ich habe jetzt keine Lust, diese Mission nochmal zu machen, sonst will ich es nochmal machen, aber ich nehme schon 15 Minuten auf. Und ich wollte noch eine zweite Mission heute machen.
Das war auch nicht so unauffällig. Ich hoffe, wir haben jetzt alles hier unauffällig gemacht. Gott, das war richtig interessant. Also die Mission ist schwer, aber geil. Es ist schwer reinzukommen. Wenn man drin ist, ist alles problemlos eigentlich. Nice. Ein lautloser Killer. 6 Minuten gebraucht, 14 Minuten aufgenommen, 15:30 aufgenommen. Nice. Nächste Stufe. Dazu kommt Flugzeug. Nee, irgendein anderer Typ als Flugzeugmechaniker.